Herzlich willkommen zur Spielanleitung für das Spiel Hus. Hus ist ein taktisches Knobel- und Denkspiel für zwei Spieler ab 6 Jahren. In diesem Fall ist das Spiel von der Firma Logoplay Holzspiele. In Hus musst du mit vorausschauendem Denken Steine nach bestimmten Regeln umverteilen und somit versuchen, mehr Steinchen als dein Gegner zu sammeln. Kommen wir zur Spielvorbereitung. Das Spielbrett wird mit der Längsseite vor die Spieler gestellt. Jedem Spieler gehören die beiden Reihen mit den Mulden vor ihm. Diese Seite gehört also dem ersten Spieler, diese Seite dem zweiten Spieler. Jetzt werden in jede Mulde der ersten Reihe jeweils 2 Steinchen gepackt. Außerdem kommen in die 4 Mulden auf der rechten Seite der zweiten Reihe jeweils 2 Steine. Die 4 Mulden auf der linken Seite in der zweiten Reihe bleiben jeweils leer. Kommen wir zum Spielverlauf. Ihr bestimmt zum Beispiel per Los, wer das Spiel beginnt. Gespielt wird dann immer abwechselnd. Als Los könnt ihr zum Beispiel einfach einen Stein in eine Faust nehmen, mischen und der Gegner errät, in welcher Faust jetzt der Stein ist. Wenn er den Stein findet, dann darf er beginnen. In der ersten Runde nimmt der Spieler nun beide Steine aus einer beliebigen von seinen Mulden und verteilt diese weiter um, legt dabei immer einen Stein in die nächste Mulde ab, bis er endet. Ende ich in einer befüllten Mulde, dann darf ich weiterspielen, nehme wieder alle Steine daraus und verteile wieder einen Stein nach dem anderen weiter. Das geht so lang, bis ich in einer leeren Mulde ende. Dann ist mein Gegner am Zug. Dieser macht nun das Gleiche, nimmt wieder 2 Steine aus einer beliebigen Mulde, die ihm gehört, und verteilt diese jeweils Stein für Stein um. Bis auch dieser Spieler in einer leeren Mulde endet. Ab der zweiten Runde gibt es die Besonderheit, dass man nur noch Mulden leeren darf, in denen mindestens 2 Steine liegen. Diese Mulde mit einem Stein darf ich jetzt also nicht benutzen. Ende ich nun in einer befüllten Mulde von mir und gegenüber liegen Steine, dann darf ich mir alle Steine aus diesen Mulden nehmen, sowohl aus dieser Reihe als auch aus dieser Reihe. Und noch dazu kommen die Steine in meiner Mulde, wo ich geendet bin, und verteile diese weiter um. Diese Regel greift allerdings nicht, wenn ich wie hier in einer befüllten Mulde von mir ende. Der Gegner hat allerdings in der allerersten Reihe vor mir keinen Stein und nur ganz hinten. Dann darf ich mir keinen Stein nehmen. Diese kann der Gegner dann also behalten. Somit spiele ich nur mit den beiden Steinchen weiter, die in meiner Mulde liegen. Hier ist das Gleiche. Diese Mulde ist leer, also darf ich diese nicht leeren. Hier haben wir jetzt wieder den Fall, dass der Gegner in der direkt gegenüberliegenden Mulde auch Steine hat und auch ganz hinten, dann darf ich alle Steine nehmen. Sollte es zu dem Fall kommen wie hier, dass nur in der Reihe direkt gegenüber Steine liegen, aber nicht in der Mulde in der letzten Reihe, dann darf ich mir die in der ersten aber nehmen. Kommen wir zum Spielende. Verloren hat ein Spieler, wenn er nur noch Einzelsteine in seinen Mulden hat und somit keinen Zug mehr durchführen kann. Zur Auszählung nehmt ihr am besten alle Steine aus euren Mulden und verteilt diese erstmal wieder wie zu Beginn. Die Steine, die ihr übrig habt, behaltet ihr allerdings zunächst. Die Steine, die nun übrig bleiben, addiert der Gewinner zu den 24 ausliegenden Steinchen und notiert diese Zahl. In diesem Fall habe ich 21 weitere Steine sammeln können. Bin somit bei 45 Punkten gelandet. Sollte ein Spieler alle Steine gesammelt haben und der Gegner somit leer ausgehen, dann bekomme ich sogar die doppelte Punktzahl, also 96. Nun kann auch der Gegner wieder seine Steine nehmen
Und die nächste Runde kann beginnen. Ich danke euch wie immer fürs Zusehen und wünsche euch viel Spaß beim Spiel Hus.